gucken, wenn man das alte Schätzchen hier hat. Naja. Seine 20 Jahre hat er auch schon auf Bucke. Das wird so ein 96er, 97er Baujahr sein. Und da ist noch mal Zeit, dass wir uns um die Schmierung der Getriebenarbe kümmern. Denn die hat jetzt schon einiges hinter sich. An Kilometern und an Jahren. Und dann ist so eine Wartung mal dringend nötig. Ja, was haben wir da? Da haben wir eine schöne Siebengangnarbe. Das ist etwas, was man eigentlich immer machen muss. Ein Fahrrad braucht Pflege. Ein Fahrrad muss ab und an mal in irgendeiner Form auch mal ein bisschen Zuneigung bekommen. Ich sage immer, das ist wie mit den Zähnen. Wenn man die nicht putzt, gehen die auch kaputt. Und die müssen ja auch jeden Tag funktionieren. So, dann nehmen wir mal hier die ersten Bauteile raus. Und gucken wir mal, dass wir da an einem gemacht rankommen. So ein Fahrrad muss immer und immer wieder mal eine pflegende Hand haben. Dann kann so ein Gerät einen Großteil des Lebens begleiten. Das kann einen über 20, 25 und 30 Jahre treue Dienste leisten. Wenn man dann so ein Fahrrad aber kauft und meint, man muss das runterreiten und keine Pflege zugedeihen lassen, dann hat man nicht lange Spaß dran. Dann ist das Schad um jedes Fahrrad. Dann ist er nach 3 bis 5 Jahren spätestens schrottreif. Und die Mehrzahl der Leute geben leider keine Pflege ihrem Fahrrad oder lassen ihm keine Pflege angedeihen. Das ist dann schade ums Material. Ich finde sowas, man hat ja mal viel Geld dafür bezahlt und die Leute haben lange für das Geld auch arbeiten müssen. Und da ist es denn so, dass das auch lange halten soll. Deswegen wird auch ein Qualitätsfahrrad kaufen, nicht irgendwas billiges kaufen. Hier so ein Rad, das ist was richtig Gutes, das ist ein handgemachtes Fahrrad aus einer deutschen Produktion im Saargebiet, in Saarbrücken sitzt die Firma. Das ist schon was Ordentliches. Und wenn da auch vernünftiges Material ist, dann kann man diese Sachen auch immer wieder mal in Ordnung bringen. Leider Gottes wird heutzutage einfach immer nur Teile getauscht. Teile tauschen ist natürlich einfacher, ist wirtschaftlich vielleicht lukrativer, aber meine Vorstellung davon ist doch ein bisschen anders. So ein Gerät sollte möglichst lange ohne Austausch von kompletten Baugruppen instand gehalten werden. Dazu zählt halt eben auch hier, dass man so eine Getriebenarbe in Ordnung bringt wieder, dass man die wieder fit macht, dass die wieder fluppt und dass die ihren Dienst wieder verrichten kann für die nächsten Jahre. Und dazu braucht man ein bisschen Know-how, was sich im Laufe der Jahre ja, dann von selbst einstellt, aber natürlich auch nicht ganz von selbst, man muss so ein bisschen Interesse haben, was tun. Es gibt ja den Ausbildungsberuf, den wir haben, es gibt den Zweiradmechaniker mit Fachrichtung Fahrrad, es gibt die abgespeckte Version des Fahrradmonteurs, aber immer sind es alles irgendwo Fachleute. Und wie man sieht hier, ich demontiere die Sachen und bringe die gleich hier in eine Position, die sie auch wiederfinden lässt. Schön ordentlich alles. So eine Werkstatt muss immer ordentlich sein. Wenn die gammelig ist, dann hat das wenig Zweck, dann wühlt man auf den Werkbanktisch rum und sucht die einzelnen Bauteile. So, jetzt mal das Hinterrad rausgenommen. Jetzt müssten wir mal schauen, was brauchen.